mich in aller Förmlichkeit bei Ihnen entschuldigen. Akzeptiert. Darf ich mich auch in aller Förmlichkeit entschuldigen? In aller Förmlichkeit? In aller Förmlichkeit. Akzeptiert. Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich fahre nach Monaco. Wie? Du fährst mit? Wir kriegen Mary Colley, the most boring girl in town. Du kennst sie doch überhaupt nicht. Doch! Ich habe sie in Cambridge getroffen. Das ist Miss Valium total. 10 Sekunden, dann bist du draußen. Gut. 10 Sekunden. Ich bin schwanger. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Warum sollte ich? Mit sowas macht man keine Scherze. Bist du dir ganz sicher? Absolut. Ich habe sogar 2 Schwangerschaftstests gemacht. Und die waren beide positiv? Jan, du nervst. Natürlich waren sie positiv. Ja, und wer ist der Vater? Denk mal scharf nach. Nee, das kann überhaupt nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Kann sogar sehr gut sein. Aber ich habe immer aufgepasst, verdammt nochmal. Tja, passieren kann halt immer mal was. Wer soll's denn sonst sein? Henning. Henning kann genauso gut der Vater sein. Henning hat auch immer aufgepasst. Dann sind wir eben beide nicht der Vater. Mit Sicherheit hast du nur mit anderen Typen. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Bestimmt nicht das Falsche. Du redest totalen Schwachsinn. Ich habe mit keinem anderen was gehabt. Henning oder du? Einer von euch ist der Vater. Na toll. Ach komm, jetzt beruhig dich mal wieder. So langweilig kann diese Mary doch gar nicht sein. Was glaubst du denn, wieso sie Boring Mary heißt? Naja, vielleicht ist sie nur ein bisschen still. Still? Ich bin mal mit ihr spazieren gegangen und beim Gehen fast eingeschlafen. Das passiert ihr doch meistens. Sie hat mich 2 Stunden lang mit ihrem Lieblingsthema vollgequatscht. Englische Gärten in viktorianischer Zeit. Das ist doch auch dein Lieblingsthema. Du warst doch bestimmt nur sauer, weil sie mehr wusste als du. Ach, hör mir bloß auf. Im Kino war es noch schlimmer, da hat sie die ganze Zeit geschrieben. Im Kino? Kannst du dir das vorstellen? Sie sieht sich das Dschungelbuch an und macht sich Notizen. Was denn für Notizen? Über Pflanzen. Pflanzen? Ja, und am nächsten Tag hat sie nach Hollywood geschrieben und sich beschwert, dass im Film 2 Pflanzenarten gezeigt wurden, die es im Dschungel gar nicht gibt. Tja, also das hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Ich habe den Film bloß leider nicht gesehen. Ich kann dir ja gerne ihre Adresse geben. Ist bestimmt eine prima Brieffreundin. Mir kommt sie jedenfalls nicht ins Haus. Das lässt sich wohl kaum verhindern. Na, da kennt sie mich aber schlecht. Da bist du ja. Hab schon den ganzen Abend gewartet. Oh. Hallo, Iris. Gut, dass du wieder da bist. Ah. Und? Wie ist es gelaufen? Naja, wie ich es erwartet habe. Du bekommst den Kredit also nicht? Ich kann es niemandem verübeln, ich würde mir auch keinen geben. Ach, Arno, sei doch nicht so pessimistisch. Na, was soll ich denn sonst sein, so wie die Firma im Moment dasteht? Trotzdem musst du nicht so ein Gesicht machen. Ja, du hast leicht reden. Vergiss nicht die schönen Seiten des Lebens. Denk mal daran. Woran soll ich denken? An meinen Sohn, das Model? An meinen Schwiegersohn im Knast? Arno, jetzt sieh doch nicht alles so schwarz. Ja. Was ist eigentlich mit Julia? Hat die sich schon mal wieder gemeldet? Ja, kurz. War hier. Aber um sie musst du dir keine Gedanken machen. Sie hat ihr längst wieder verzieht. Hallo, Papa. Hallo. Na, ihr beiden? Und vielen Dank nochmal, ja? Wofür? Na, dass wir einen Austauschschüler aufnehmen dürfen. Fragt sich nur, ob wir bis dahin noch ein Dach über dem Kopf haben. Wir werden auch diese Krise durchstehen. War ja nicht die erste. Und was jetzt? Was jetzt? Ich verstehe mich nicht falsch, aber willst du das Kind wirklich behalten? Eigentlich schon. Aber? Ich kann es mir nicht leisten. Und was ist mit deinem Job in Warendorf? Ich kann auch jetzt nicht mehr reiten. Oh, Namen zusammen. Hallo, ihr beiden. Was macht ihr denn hier? Ich wollte mit dir noch mal über die Wohnung sprechen. Jan, was macht die hier? Guten Abend, Julia.
nichts dagegen habt, dann gehe ich nach oben. Lernen. Schon? Ja, ich habe noch so viele Klausuren vor mir. Hast du von dem Salat noch gar nichts probiert? Ich kann wirklich nicht. Was gibt's denn so Schwieriges? Anorganische Chemie. Das ist interessant, was? Sehr interessant, ja. Also, tut mir leid, aber ich muss auch noch was tun. Also wirklich, ihr seid vielleicht ungemütlich. Ja, nun lass mal. Wir freuen uns ja dann auch, wenn Sie nur noch eins nach Hause bringen. Und wir freuen uns, wenn ihr euch freut. Ach. Entschuldige, darf ich vielleicht zu Ende essen, ja? Ich hol dir mal eben die Post. Susanne hat dir auch die Post aus dem Büro mitgebracht. Hier. Rechnungen. Rechnungen, Rechnungen, Mahnungen, Mahnungen, Reklame. Iris, sieh mal, eine Firma für schlüsselfertiges Bauen. Ja, was ist damit? Einkaufs- und Bürozentrum hochziehen. Ja? Mein Gott, das wäre ja großartig. Jetzt sag doch. Sie suchen noch einen Subunternehmer für den Rohbau. Ja, weißt du denn nicht, was das bedeutet? Ich mache heute noch ein Treffen mit denen aus. Arno, guck mal auf die Uhr. Na, wenn schon. Vielleicht habe ich endlich Glück. Das ist Tanja, eine alte Freundin. Hallo. Nicole. Hallo. Ich habe schon von dir gehört. Ja, sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt... Du musst jetzt mit Tanja alleine sein? Ja, genau. Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Wir haben auch was Wichtiges zu besprechen. Was ist jetzt mit der Wohnung? Wir müssen das mal klären. Bitte nicht jetzt. Ich melde mich bei euch, ja? Komm, ich glaube, es ist besser, wir gehen. Es tut mir leid, es geht jetzt wirklich nicht. Ich erkläre es dir alles. Später. Hm? Ja, Gott, alles auf einmal. Ich muss jetzt erstmal Henning ausfindig machen. Clarissa, die müsste wissen. Nein, Jan, bitte nicht. Ich will nicht, dass sie etwas erfährt. Und auch sonst niemand, bitte. Ich werde Henning schon finden. Viel wichtiger ist jetzt, dass ich einen Platz zum Übernachten finde. Ich dachte, du wohnst bei deiner Tante. Zu der will ich nicht zurück, nicht in diesem Zustand. Ja, und ein Hotel? Ich verstehe. In der Nähe sind ja einige. Morgen suchen wir was anderes für dich. Danke, Jan. Ja. Morgen schon treffe ich mich mit dem Vertreter des Bauherrn. Na also, wer sagt's denn? Sag mal, bist du böse, wenn ich mir die Unterlagen rasch durchsehe? Ich möchte morgen vorbereiten. Ja. Klar, mach. Ich wollte sowieso noch mit meinem Schwesterarzt telefonieren. Oh ja, du bist ganz herzlich von mir, ja? Mach ich. Ach nein, nicht schon wieder. Das Telefon funktioniert manchmal nicht. Ist dir das auch schon aufgefallen? Florian, geh aus der Leitung. Iris will telefonieren. Der hat auch gar kein Telefon. Ja, kein Telefon, aber ein Modem. Das geht über dieselbe Leitung. Und über dieselbe Rechnung. Da kann ich mich lange wundern, dass wir in der letzten Zeit so viel Einheiten haben. Das kostet fast gar nichts. Na, das werden wir ja sehen. Wenn die nächste Rechnung wieder so hoch ist, werden wir uns mal über dein Taschengeld unterhalten müssen, junger Mann. Okay, okay. Kann ich jetzt? Ja. Mhm. Hast du wieder einen Schulcomputer? Nein. Ich habe mit Maren telefoniert. Wieso, was war denn schon wieder? Ich wollte wissen, ob man mir auf die Spur kommen kann, wenn ich mich in den Schulcomputer einlogge. Und was rät dir deine persönliche Beraterin? Noch nichts. Mama blockiert ja die Leitung. Danke. Das ist ein dicker Fisch. Selbst wenn du nur einen Teil des Rohbaus machst. Vielleicht bekomme ich den ganzen Auftrag. Glaube ich nicht. Du hast doch mit denen noch nie gearbeitet, oder? Immerhin sind sie auf mich zugekommen. Ja, bitte.
Bertram Hofer, Atrium-Gesellschaft. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Brandner. Ja, guten Tag, Herr Hofer. Wir haben gestern Abend miteinander telefoniert. Das ist Herr Körsmeier, ein Architekt, mit dem ich häufig zusammenarbeite. Körsmeier. Angenehm, Hofer. Wie ich sehe, haben Sie sich schon mit unseren Unterlagen vertraut gemacht. Ja, ein hochinteressantes Projekt. Freut mich, dass Sie das auch so sehen. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung, Ihnen den gesamten Rohbau anzuvertrauen. Ich hoffe, ein Auftrag in diesem Umfang ist nicht zu viel für Ihre Firma. Nein, nein, sicher nicht. Das schaffen wir locker. Gut, dann werfen wir doch mal einen Blick in die Pläne. Aber gern. Wie sind Sie eigentlich auf ABB gekommen? Die Firma wurde uns empfohlen. Wieso fragen Sie? Nichts, ich meine nur. Also, das hier ist das Grundstück, Drei Linden 33. Ein echtes Filetstück. Es ist noch alte Bausubstanz vorhanden, aber der Abriss ist kein Problem. Drei Linden 33. Man hat mich gebeten, die Vorbereitungen zügig abzuwickeln. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Interesse. Ja, ja, natürlich. Gut, dann sehen wir uns doch am besten gleich heute den Vorvertrag an. Ja, gern. Dann fahre ich beim Notar vorbei und besorge mir die nötigen Unterlagen. Wo sind Sie denn in etwa 2 Stunden? Hier im Büro? Nein, nein, mittags bin ich immer zu Hause. Aber warum kommen Sie nicht einfach vorbei? Für Sie liegt's direkt auf dem Weg. Das ist eine prima Idee. Und dann klären wir alles Weitere. Oh Mann, ich hasse Chemie. Anna, so wird es nie was. Das kapiere ich in 100.000 Jahren nicht. Dann lass mich doch eben mal ran. Ja, aber nur, wenn du mir erklärst, was ein Substitutionsmischkristall ist. Substitutions was? Ja, siehst du? Wer soll das denn verstehen? Darf ich denn trotzdem mal nur für 2 Minuten? Gibt's etwa schon wieder an den Schulcomputer? Wie kommst du denn darauf? Florian, lass es. Maren meint, es kann absolut nichts passieren. Ja, und wenn doch? Ich habe nämlich eine Idee, wie wir unsere englische Trockenblume loswerden können. Wie denn? Austauschschüler sind dazu da, ausgetauscht zu werden. Das kannst du doch nicht machen, das merken die doch. Such dir einen aus. Hey, komm, das geht doch nicht. Na los! Jean-Paul Legrand aus Lyon. Hobby kochen. Wie langweilig. Den schnappt dich dann gleich Mama. Was ist denn mit dem da? Ramon Santos. Der Typ kommt tatsächlich aus Südamerika. Hobbys, elektronische Musik, Sampling und Sport. Geil. Das ist unser Mann. Schön, und ich werde gar nicht mehr gefragt, oder wie? Hast du etwas dagegen? Und was machst du mit der englischen Trockenblume? Die kriegt unser Superstreber Georg Waldeck. Langeweile im Doppelpack. Was ist? Schmeckt's dir nicht? Doch, doch, doch. Ich bin nur ein bisschen nervös. Hofer wollte längst hier sein. Ach, der kommt schon noch. Vielleicht hat's beim Notar ja ein bisschen... Das ist er. Guten Tag, Herr Brandner. Danke, Herr Hofer. Kommen Sie doch bitte ran. Danke. Das ist Herr Hofer. Das ist meine Frau. Guten Tag, Frau Brandner. Guten Tag, Herr Hofer. Ja, haben Sie vielleicht schon gegessen? Wir würden uns freuen, wenn Sie... Danke, ich esse immer erst abends. Am besten, wir erledigen gleich das Geschäftliche. Ach, wie Sie meinen. Darf ich Ihnen Kaffee anbieten? Danke, gerne. Ja, bitte kommen Sie. Vielen Dank. Das hier... Das ist der Vorvertrag. Uns geht es bei dieser Vorlage in erster Linie darum, den Rahmen des Projektes abzustecken. Ja, und wie gesagt, über die Details können wir uns ja im Laufe der nächsten Tage unterhalten. Wichtig ist für uns erstmal, dass Sie grundsätzlich zu einer Zusammenarbeit bereit sind. Ich habe gegen den Vorvertrag nichts einzuwenden. Unser Vorstand würde es Ihnen sehr hoch anrechnen, wenn Sie sich möglichst bald zu einer vorläufigen Zusage entschließen könnten. Na ja. Ja, wie gesagt, es ist ja nur ein Vorvertrag. Und wenn es später zu Differenzen kommen sollte, können Sie jederzeit zurücktreten. Ach, warum denn unnötig Zeit verlieren? Bitte.
Auf eine gute Zusammenarbeit. Auf eine gute Zusammenarbeit. Möchten Sie noch Kaffee? Nein, vielen Dank. Ich fürchte meine Zeit. Seien Sie mir bitte nicht böse. Auf Wiedersehen, Frau Brandner. Auf Wiedersehen, Herr Hofer. Herr Brandner, und wir sehen uns dann morgen auf dem Baugelände 3 Lindenbrandplatz. Ich freue mich, Herr Hofer. Ich mich auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi, Gero. Was ist denn hier los? Gibt's Freibier? Nee, Sparrows-Woche. Cool. Habt ihr Hunger? Nee, wir sind nur auf dem Sprung hier. Übrigens, das ist Tanja. Tanja Wittkamp. Tanja? Ja, du weißt auch. Ach ja, doch. Du hattest irgendwie mit Pferden zu tun, stimmt's? Gutes Gedächtnis. Warte mal ganz kurz. Gero, du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. Ich brauche ein Zimmer für Tanja, es ist wirklich wichtig. Sie muss irgendwo unterkommen. Aber nicht hier. Aber woanders geht es nicht. Mensch, überleg doch mal. Tanja hier? Bei Sophie? Aber Sophie ist doch gar nicht da. Ja und? Das ist ihr Zuhause. Ach, Gero, bitte, ich werde dir später erklären, worum es geht, okay? Sophie hasst Tanja. Die kratzt mir die Augen aus, wenn sie das mitkriegt. Es ist doch nur für kurze Zeit. Sag mal, was soll das alles? Ihr seid doch nicht wieder zusammen. Nee, aber das ist eine lange Geschichte. Wie gesagt, ich erkläre es dir später. Tut mir leid, ich muss jetzt weiter. Ach, Gero, bitte. Also gut, aber nur für 1-2 Tage. Du bist ein toller Kumpel. Sophie, das auch so sieht. Wie war's? Geschissen. Diese blöde Vesna. Also das Übliche. Die hat überhaupt kein Verständnis. Toll. Scheint dich ja nicht besonders zu interessieren. Doch, doch. Ja, du musst die Klausur ja auch nicht schreiben. Anna? Was ist? Hol doch mal die Blätter aus dem Drucker. Nö. Ach komm. Nein, wieso sollte ich? Bitte. Hier. Das gibt's doch nicht. Wie hast du das denn gemacht? Tja. So, kommt ihr jetzt bitte zum Essen. Papas Gast ist schon wieder weg. Was gibt's denn? Sie hat gerade begriffen, was ein Substitutionsmischkristall ist. Ein was? Ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel Ahnung von Chemie hast. Ja, aber auch Genies müssen mal was essen. Also kommt bitte, bevor es kalt wird, ja? Florian, die Lösung der Chemieklausur. Das ist wie vor der Bescherung das Schlüsselloch gucken. Noch viel besser. Ja, wie sagen die Lehrer immer? Wissen ist Macht. Ja. Oh, hallo. Hi. Na? Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wieso das denn nicht? Naja, weiß ich, was du mit deiner Tanja so alles ausbrütest? Hör mal zu, das ist nicht meine Tanja. Nee, aber es war mal deine Tanja. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch wieder. Sag mal, spinnst du? Jetzt tu doch nicht so. Erst druckst du so komisch rum, als ich dich mit ihr erwisch. Dann rufst du den ganzen Abend nicht an und jetzt tust du so, als ob überhaupt nicht du mehr. Hast sie ja wohl nicht mehr alle. Wie wär's, wenn du mir ein bisschen vertrauen würdest, ha? Wie kann ich denn jemandem vertrauen, der Angst davor hat, mir die Wahrheit zu sagen? Das gibt's doch gar nicht. Also, wenn das schon so losgeht, macht das überhaupt keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? Dass wir zusammenziehen. Auf das Generv habe ich gar keinen Bock. Wovor hast du eigentlich mehr Schiss? Vor der Klausur oder vom Schummeln? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Anna, das merkt doch keiner. Naja, also so blöd ist meine Chemielehrerin auch nicht. Soll sich deine Lehrerin doch freuen. Ist doch ein Beweis für ihren guten Unterricht. Ja, aber wenn die in der Schule anfangen nachzudenken, dann kommen die doch sofort auf dich. Wie denn? Ich habe doch keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ich hatte beim Tippen Handschuhe an. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl. Du, eine versiegte Chemieklausur ist auch kein gutes Gefühl. Anna, ein bisschen Bescheißen gehört einfach dazu. Jetzt überleg mal. Das ist eine einmalige Chance. Ja, das weiß ich selbst. Vielen Dank. Also,
Bis dann. Und warum sagst du mir dann nicht endlich, was Tanja von dir will? Sie braucht meine Hilfe, das ist alles. Was denn für Hilfe? Darüber möchte ich jetzt... Ach, Herrgott, darüber kann ich jetzt nicht reden. Und warum nicht? Du wirst es schon noch erfahren. Warte einfach nur ab. Abwarten? Ja. Ich denke ja überhaupt nicht dran. Nicole. Du hast recht gehabt. Womit? Mit dir zusammen wohnen macht überhaupt keinen Sinn. Na schön. Dann sind wir uns ja einig. Einen schönen Tag noch. Was ist denn mit ihm? Mann, er begreift doch überhaupt nichts. Was begreift er nicht? Ist auch egal. Jedenfalls ziehst du jetzt ein. Bitte? Ja, ich möchte, dass du bei mir einziehst. Nicole, ich weiß doch, dass du mit Jan zusammen wohnen willst. Ja, aber jetzt nicht mehr. Du bist wenigstens eine wirkliche Freundin. Eben. Und deswegen ziehe ich auch nicht hier ein. Aha, das ist echter Champagner. Champagner? Hast du im Lotto gewonnen? So ähnlich, mein Junge. So ähnlich. Ja, du bekommst natürlich auch etwas. Guter Sekt hätt's doch auch getan. Ja, wieso denn? Die Zeiten sind vorbei. Na. Schade, dass wir nur zu dritt sind. Naja, egal. Ja, jetzt mach's nicht so spannend. Die Arno Brandner Bau ist heute zum zweiten Mal gegründet worden. Papa hat heute einen sehr, sehr guten Vertragsabschluss gemacht. Und mit einer Zusage für den Erweiterungskredit sieht die Sache jetzt auch ganz anders aus. Ist ja super. Und dann sind sicherlich bald auch ein paar neue Basketballschuhe für mich drin. Ah, wenn alles so läuft, wie es soll, sind noch ganz andere Sachen drin. Jetzt geht's wieder bergauf. Diesen Auftrag hat mir der Himmel geschickt. Baut er jetzt für den Papst? Na, bei seinem Ehrgeiz, da ist alles möglich. Hallo. Schön, dass du vorbeischaust. Sprichst du mit mir? Ausnahmsweise. Was ist denn mit dir los? Hast du meinen Freund Echternach endlich rumgekriegt? Wen interessiert Echternach? Ich schließe gerade mit einem Kapitel meiner Vergangenheit ab. Ah, du hast die Bremsleitung zu Christophs Wagen ansägen lassen. Ah, Christoph erledige ich mit ganz anderen Mitteln. Wie ist denn dein Anfall von guter Laune sonst zu erklären? Wenn es soweit ist, erfährst du es als Erster. Lass uns erstmal Champagner trinken. Ja, aber nur, wenn du mir sagst, was es zu feiern gibt. Sei nicht so neugierig. Nicht neugierig, ich will nur alles wissen. Auf den Ehrgeiz der Männer. Von welchen Männern sprichst du denn? Von allen. Aber trinken, trinken auf einen.